Audi setzt sich ja bereits seit vielen Jahren besonders im städtischen Umfeld mit den künftigen Herausforderungen der Mobilität auseinander. Entstanden ist daraus der Urban Future Award im Jahr 2010, der alle 2 Jahre verliehen wird. Erinnern wir uns, Architekt Erik Höveler, der mit seinem City-Dossier Boston 2012 gewonnen hat, hat uns seine Visionen zur Weiterentwicklung der Region Boston und Washington hier letztes Jahr sogar präsentiert. Jetzt ist es an der Zeit, den nächsten Urban Future Award auszurufen. Und dazu begrüße ich Herrn Professor Rupert Stadler, Vorstandsvorsitzenden der Audi AG, der uns zunächst einen Film zeigen wird, bevor er auf die Bühne kommt. Das Ganze wird jetzt kombiniert mit einer Live-Schaltung nach Berlin, wo weiteren Journalisten von dem neuen Audi Urban Future Award berichtet wird. Viel Spaß! In 2050, 2/3 of mankind will live in cities. The future of our society is dependent on our ability to create mobility systems that will sustain 70% of 9 billion people. To face the challenges of future mobility, Audi started the Audi Urban Future Award in 2010. Renowned architects developed scenarios for the future. The winner, Jürgen Meier, designed a vision of a future city where cars, buildings, and people are literally connected through data. Overall, the exchange between architects, urban planners, and Audi was highly productive. This story of success was consequently extended with the second award in 2012. The task became more specific. 5 teams from all over the world developed mobility concepts for their respective regions. The winning concept, Shareway by Höveler and Yoon, proposed the sharing of different forms of mobility in the Boston, Washington area. The learning, intermodal mobility experience, redefines premium in the local context. Based on this knowledge, Audi and the winning team developed the city dossier Boston for identifying the different types of commuters. The biggest issue? The last miles and connectivity gaps between different means of transportation. Yet another important finding about urban mobility of the future for the Audi strategy team. In 2014, the Audi Urban Future Award will make the next leap in mobility. So, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Dankeschön an das AMS-Team für die Einladung zur heutigen Keynote. Meine Damen und Herren, im 21. Jahrhundert haben wir wirklich viele Herausforderungen zu lösen. Und wir leben in einer Zeit, in der eine Smartwatch am Handgelenk 100.000 Mal so viel Leistungsvermögen hat wie seinerzeit der Bordcomputer der Apollo 11. Schauen Sie sich einmal an, wie viele Programmcodes man heute braucht. 40.000 Programmzeilen für eine iPhone-App, 5 Millionen Zeilen für eine Marsfähre, 12 Millionen für das Android-Betriebssystem, 24 Millionen für einen F-35-Kampfflieger und für die Steuerungssoftware eines zukünftigen modernen Autos bis zu 100 Millionen Zeilen Programmcode. In 100 Millionen Zeilen steckt die geballte Logik für hunderte von Mikrocomputern an Bord eines Autos. Motorsteuerung, Navigation, Kommunikation, Sicherheitssysteme, Assistenzsysteme. 100 Millionen Zeilen ausgedruckt ergäbe das einen Papierstapel so hoch wie der Stuttgarter Fernsehturm. Der Kunde dagegen soll seine Funktion mit einem einzigen Knopfdruck steuern, mit einem einzigen Sprachkommando, mit einer einzigen Geste und vielleicht eines Tages sogar nur mit Blickzuwendungen. Wir sorgen dafür, dass alles rund ums Auto in Zukunft noch intuitiver wird. Nehmen Sie zum Beispiel die Audi City, das virtuelle Vertriebsformat in Peking, London, in Berlin. Das erlaubt heute Autokonfiguration mit Gesten, mit Multitouch und auch mit Körperbewegungen. Heute verfolgen mehrere Standorte rund um die Welt diese Veranstaltung live per Internet. Stellvertretend begrüße ich jetzt gerne die Journalisten, die uns aus der Audi City in Berlin zugeschaltet sind. Hallo nach Berlin. Ich glaube, Mobilität bewegt uns alle, von der Spree bis zum Neckar, vom Han-Fluss in Südkorea bis zum Mystic River in Massachusetts. 4 Städte gehen beim Audi Urban Future Award in diesem Jahr ins Rennen. Es ist Seoul, es ist Boston, Mexico City und auch Berlin.
Sie treten ab sofort an, um ein halbes Jahr lang Mobilitätskonzepte für die Stadt der Zukunft zu entwickeln. Und ich stelle Ihnen später noch die Fragestellungen vor. Sehen wir uns erst den Claim unserer Audi Urban Future Initiative für das Jahr 2014 genauer an. Da heißt es: Auto findet statt. Das klingt simpel, zum Teil auch ein bisschen doppeldeutig, aber es ist brutal interessant. Denn dahinter steckt eine ganze Philosophie, wie nach unseren Vorstellungen urbane Mobilität aussehen muss. Nämlich erstens, es ist klar, eine Branche ist auf der Suche und unsere Branche erfindet sich gerade auch neu. Denn die Menschen wollen, dass das Auto in Zukunft weiterhin seinen festen Platz hat. Weil individuelle Mobilität für unsere Gesellschaft auch unverzichtbar geworden ist. Und deshalb gibt es keinen Zweifel, das Auto findet auch in Zukunft statt. Über das Wie, das besprechen wir heute noch, denn hier gibt es aus Audi-Sicht entscheidende Rahmenbedingungen. Zweitens, viele Städte, auch die erfinden sich gerade neu. Städteplaner suchen nach nachhaltigen Konzepten für die Zukunft. Sie suchen nach dem nächsten Level für ihre Stadt, für das Arbeiten, das Wohnen, das Genießen, aber auch das ganz normale Leben in der Stadt. Früher hätte man gesagt, die Städte wollen diesen Bedürfnissen eine Heimat geben und heute heißt es wohl eher, Städte schaffen die richtigen Schnittstellen für eine verbesserte Lebensqualität. Drittens, das Automobil und die Stadt, die bewegen sich aufeinander zu. Das ergibt auch Sinn, denn beide sind aufeinander angewiesen. Die Planungszeiträume beider Seiten, sei es für neue Technologien bei uns im Automobilbereich oder sei es in der Infrastrukturentwicklung der Städte, reichen heute gut und gerne rein bis ins Jahr 2030. Früher sprachen Verkehrsexperten von einer autogerechten Stadt und heute geht es sicherlich viel, viel stärker um das stadtgerechte Auto. Denn die Stadt, die muss und die soll auch lebens- und liebenswert bleiben. Das Auto sucht und das Auto findet seine Stadt. Und damit ist nicht das Navigationssystem gemeint. Damit ist eine Symbiose gemeint, die essentiell ist für unser gemeinsames Zusammenleben. Nach einer solchen Symbiose sucht nämlich die Audi Urban Future Initiative, denn wir sehen es als Teil auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung an, aktiv teilzunehmen, weiter und vor allem vorauszudenken. Und genau das ist auch die Mission der Teilnehmer unseres Awards in diesem Jahr. Denken Sie nur an Ampelschnittstellen, damit Autos die grüne Welle besser erreichen. Denken Sie nur an künftige Parkhäuser, in die man von vornherein Ladesäulen für E-Autos integrieren sollte oder noch besser an Flächen zum induktiven Laden. Und da Platz in der Stadt wertvoll ist, schlagen wir auch vor, Bereiche in Parkhäusern für pilotiertes Parken zu errichten, es heute auch vorzubereiten. Unsere Checkliste für die Stadt der Zukunft wird ein Appell an die Städte sein, ebenfalls weiterzudenken, vorauszudenken. Es geht gar nicht so sehr um neue Hardware aus Asphalt oder Beton. Vor allem geht es aber um die Logik in einer Stadt. Sie braucht gewissermaßen auch den nächsten Software-Update. Im bisherigen Verständnis besteht eine Stadt aus einer Ansammlung von Immobilien und dazwischen passiert Verkehr. Und wir sagen, wir bringen Mobilität und diese Immobilität zusammen. Denn Mobilität soll in den Zukunftsplanungen deutlich stärker stattfinden als heute. Denn Städte können ihre Probleme nicht dadurch lösen, dass sie Autofahrer einfach ausschließen. Das wird den Wünschen unserer Bewohner in den Städten nicht gerecht. Die Gewinner unseres Mobilitätspreises 2012, das amerikanische Team von Houlayoun Architecture, standen genau vor einem Jahr an dieser Stelle. Beim AMS-Kongress haben sie eine Art Shareway beschrieben. Auf dieser Mobilitätsplattform soll sich alles verschmelzen, individueller
aber auch öffentlicher Verkehr teilen sich den Raum. Und nach der Preisverleihung in Istanbul folgte dann ein City-Dossier für Boston als eine kleine Gebrauchsanweisung für eine Stadt der Zukunft. Unsere Forschung, die hat in Boston ergeben, dass tagsüber sich 41% mehr Menschen in der Stadt sich aufhalten und sich dort bewegen. Und wir haben analysiert, wie sich Pendler durch diese Stadt bewegen und wie Technologien dazu beitragen können, effizient und vielleicht dann auch mal wieder komfortabel durch Boston zu kommen. Laut unserem City-Dossier gab es da sogenannte drei Typen von Pendlern. Der eine, der heißt amerikanisch The Strap Hanger. Das ist also der, der im Bus steht und irgendwo an der Halteschlaufe sich hängt. Der zweite ist der Road Warrior, der sich nämlich durch den Straßenverkehr sozusagen kämpft, durch den Dschungel. Und der dritte, das ist der sogenannte Reverse Commuter. Der geht nämlich in die umgekehrte Richtung. Der Strap Hanger, der nutzt mehrere Transportmittel und möglichst minutiös getaktet. Am Park-and-Ride-Standort stellt er sein Auto ab, fährt dann öffentlich und geht das letzte Stück auch dann noch zu Fuß. Er könnte zum Beispiel ein Audi Connect-System nutzen und sich die Bus- und Zugverbindungen auch im Auto anzeigen lassen, was für ihn am idealsten wäre. Der Road Warrior, der wohnt in einem Vorort und pendelt mit dem Auto aber direkt rein ins Zentrum, zu seiner Arbeit. Er könnte das Auto vor dem Parkhaus abstellen, seine App parkt das Auto pilotiert, während er dann ins Büro geht. Und der Reverse Commuter, der lebt dagegen mitten im Zentrum. Er fährt zur Arbeit an den Stadtrand oder raus ins Umland. Ein Drittel aller Pendler fährt morgens nicht in die Stadt, sondern fährt raus aus der Stadt, also antizyklisch, meist auch staufrei. Nur abends wird es richtig eng, denn die letzten Kilometer durch den Feierabendverkehr, die sind stressig, die sind ermüdend. Und diese Pendler, ja, die könnten einen weiter perfektionierten Stauassistenten nutzen, der sie vielleicht durch den Stadtverkehr einfach stärker entlastet. Und warum interessieren wir uns jetzt als Automarke, als Premiummarke so sehr für dieses urbane Leben? Ganz einfach, weil wir es verstehen wollen, was dort abgeht. Meine Damen und Herren, in unserer Dienstleistungsgesellschaft findet 75% der Wertschöpfung heute in den großen Metropolen und Städten statt. Mobilität hat dort einen großen Anteil an diesem Phänomen. Und gleichzeitig ermöglicht Mobilität für viele Menschen erst wirklich den Zugang zu Wohlstand. Ohne Mobilität, das ist auch sehr klar, käme es zum Stillstand unserer Wirtschaft. In anderen Worten, Mobilität, und ich glaube, das müssen wir als Gesellschaft verstehen, ist die Geschäftsgrundlage unserer Gesellschaften. Außerdem, bis 2030 leben 2/3 der Menschheit in urbanen Räumen. Das Stadtleben ist ein zentrales, also ein gesellschaftliches Phänomen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts werden die Menschen nach einer aktuellen Studie 3-mal so viel in der Stadt unterwegs sein. Menschen wollen sich bewegen. Menschen wollen auch bewegt werden. Und zwar nicht nur von A nach B, sondern vor allem auch emotional. Das Automobil wandelt sich dafür von einer Fahrmaschine zu einer Wahrnehmungsmaschine. Was sehe ich? Was höre ich? Was fühle ich? Was erlebe ich, wenn ich mit meinem Automobil unterwegs bin? Und global gesehen, die Zahl der Megacities wächst rund um den Erdball kontinuierlich. Kennen Sie Chongqing oder Chengdu? Der eine kennt es, wahrscheinlich die Großzahl nicht. Allein in diesen beiden chinesischen Städten zusammen leben halb so viele Menschen wie in Deutschland, also über 40 Millionen. Mit den Megacities wächst logischerweise auch die Komplexität bei der Suche nach den richtigen Lösungen. Denn jede Stadt ist anders. Sie ist anders in ihren Strukturen, sie ist anders von den Bedürfnishierarchien ihrer Menschen.
Es gibt Metrostationen, es gibt keine Metrostationen, es gibt Buslinien oder es gibt sie nicht. Was viele Städte eint, ist aber folgendes Phänomen. Der Platz in der Stadt, der wird knapp. Zu wenig Lebensraum, zu wenig Wohnungen, zu wenig Erholungsflächen und auch der Verkehrsraum, der wird regelmäßig in den Stoßzeiten zur Neige gehen. Und das sehen Sie tagtäglich an den Staus der Berufspendler. Nehmen Sie zum Beispiel Mexico City. Östlich davon bauen wir gerade eine neue Autofabrik. In der City sind Sie gut und gerne 2 bis 3 Stunden unterwegs, um von einem ans andere Ende zu kommen. Pendler verschenken 12% ihres Lebens im Stau. Und das ist für sie nicht lustig und angenehm und schön. Und das gleiche Bild gibt es auch in Brasilien, in Sao Paulo. Dort gibt es mittlerweile 400 Helikopter, die als Taxi der Lüfte unterwegs sind, um Geschäftsleute einigermaßen pünktlich zu ihren Terminen zu bringen. Und auch Parkraum ist knapp. Und wenn Sie endlich am Ziel ankommen, fängt die große Suche an. Es gibt Stadtteile in Berlin, gar nicht so weit weg von hier, da macht der Parksuchverkehr 1/3 des gesamten Verkehrsaufkommens aus. Und es gibt immer freie Parkplätze, nur sie zu finden. Das ist leider heute die Kunst. Und eine zentrale Parkraumsoftware, die würde diese Plätze vorhersagen, abrufbar machen. Und die einzige Lösung, mit knappen Ressourcen zurechtzukommen, ist es, diese intelligent und hocheffizient zu nutzen. Das heißt, wir werden einen neuen Anspruch haben an die Intelligenz dessen, was von uns gefordert wird. Das nächste Phänomen: Die Menschen in der Stadt, die haben leider immer weniger Zeit. Ich würde sogar mal weitergehen und sagen, das Premium von morgen ist der Zeitgewinn, den wir unseren Kunden schenken können. Als Mobilitätsanbieter stecken wir daher logischerweise sehr viel Energie in die Frage, wie können wir unseren Kunden Zeit zurückgeben, indem wir sie effizienter und schneller zum Ziel bringen, indem wir ihnen im Fall eines Staus einen Piloten anbieten, der sich um das Lenken, das Bremsen, das Gasgeben kümmert, damit neue, wertvolle Zeit in dieser Phase für ihn entsteht. Das pilotierte Fahren bis 60 Stundenkilometer werden wir relativ bald auch in Serie bringen. Der weltweite Verband der Ingenieure in New York geht davon aus, dass im Jahr 2040 3/4 aller Autos möglicherweise bereits pilotiert unterwegs sind. Ich glaube schon, das wird ein neuer Megatrend, der auf uns zukommt. Ein weiteres Phänomen: So anonym das Zusammenleben der Menschen in einer Stadt auch sein mag, so groß ist das Bedürfnis der Bewohner nach Vernetzung. Vielleicht nicht unbedingt mit seinem direkten Nachbarn, aber umso mehr mit der Peer Group. Das heißt mit Menschen, die einen ähnlichen Status haben, die ähnliche Vorlieben pflegen und ähnliche Interessen haben. Und deshalb wird das Automobil als Mobile Device eine ganz zentrale Schnittstelle bilden im Leben in der Stadt. Wir vernetzen den Audi-Fahrer, seine Passagiere an Bord, digital mit ihrer privaten, aber auch mit ihrer beruflichen Welt. Musikbibliotheken, Kontaktdaten, E-Mails, Facebook, Twitter-Nachrichten. Wir integrieren Google Android-Systeme und Apple-Funktionen ins Auto und wir vernetzen das Automobil logischerweise mit seiner Umgebung, also mit anderen Autos und mit der Verkehrsinfrastruktur. Und meine Damen und Herren, Auto findet statt, denn Auto und Stadt bewegen sich eindeutig aufeinander zu. Urbane Strukturen definieren die individuelle Mobilität von morgen. Und nur mit intelligentem Städtebau und mit Mobilitätsplanung, einer erneuerten Infrastruktur und Innovationen in der Automobiltechnologie, damit erreichen wir den wirklich nötigen, wichtigen nächsten Effizienzsprung. Um Mobilität von morgen zu gestalten, diskutieren wir bei Audi sehr ergebnisoffen, seit Jahren mit Vordenkern aus aller Welt und aus verschiedenen Disziplinen.
Und das ist das erste Team unseres Awards 2014. Stellen Sie sich Somerville in Boston vor. Ein Stadtteil, den der Bürgermeister komplett umwandeln will, von einem früheren Industriestandort in etwas ganz Neues. Wir fragen uns, wie ein Mobilitätsmarkt in einer solchen Stadt aussieht, welche Technologien hier dann eine Rolle spielen und wie sich Infrastruktur entwickeln und vernetzen muss. Pilotiertes Parken, pilotiertes Fahren zum Beispiel, lassen sich nicht losgelöst von dem städtischen Kontext planen. Das geht nicht. Außerdem interessieren die Amerikaner, wie wir Autos und Ampeln miteinander verknüpfen. Also Verkehrsexperten, Programmierer, Städteplaner simulieren Verkehrsströme und Verhaltenstrends von morgen. Und das ist der Plan für das Team jetzt in Boston. Damit nach Südkorea. Dort will das zweite Team erforschen, wie Menschen auf einem zunehmend digitalisierten Stadtraum reagieren. In einer hochgradig medialen Welt entwickelt sich ein Premium-Lifestyle. Und das ist ein gutes Lehrstück für uns auf dem Weg zu neuen Schnittstellen zwischen Mensch, Maschine und der Stadt. Und das Auto wird dort zum Kommunikationstool. Es wird dafür immer mehr Oberflächen nutzen, im Auto, auf dem Auto, vielleicht auch im Straßenbild. Schauen Sie sich heute in Gangnam Viertel in Seoul um. Die ganze Stadt ist eigentlich ein einziges Display. Jedes Gebäude kommuniziert. Da ist schon die Frage, warum nicht vielleicht auch das Auto als Smart Display? Beispiele dafür gibt es diverse, sehen Sie sicherlich auch in der Animation. Trendscouts, Visualisierungsexperten haben sich in Seoul zusammengefunden. Das ist Fakt. Und sie wollen ausloten, wie jetzt das Auto zum urbanen Interface werden könnte. Und in einer Zeit von Wearable Technologies, von Technologien zum Anziehen, ist die Frage wahrscheinlich berechtigt, brauchen wir eines Tages überhaupt noch Smartphones? Es gibt bereits Stimmen, die behaupten, das Handy ist in einigen Jahren Schnee von gestern. Alles, was sich bewegt und eine IP-Adresse hat, soll ja schon bald in einem sogenannten Internet of Everything kommunizieren. Und damit zum Team 3 nach Mexiko-Stadt. La Reforma heißt eine der Hauptverkehrsadern dieser pulsierenden Metropole. Sie ist eine der längsten Straßen der Welt und immer verstopft. Sie verbindet die wichtigsten Geschäftsviertel der 24 Millionen Metropole. Genau dort stellen sich Datenspezialisten die Frage, kann die individuelle Mobilität Probleme lösen, die sie vielleicht sogar selber verursacht hat? Herauskommen soll die erste Mobilitätsdatenbank dieser Metropole, die aufzeigt, wer, wie, vor allem täglich zur Arbeit pendelt. Das Team Mexico City nimmt sich das Geschäftsviertel Santa Fe vor. Jeden Tag pendeln dort 230.000 Menschen mit dem Auto in dieses Viertel. Und das Ziel ist es jetzt, Lösungen, damit Verkehr in dieser Stadt auch wieder Spaß macht. Team 4 in Berlin. Es befasst sich mit der Frage, wie man Verkehrsmittel geschickter auch miteinander vernetzt und beispielsweise die sogenannte Last Mile, so diese letzte Meile oder den letzten Kilometer überbrücken kann. Sehen Sie sich den ehemaligen Flughafen Tegel an. Er soll sich in einen hochmodernen Standort für Forschung, Industrie und Lehre verwandeln, den Urban Tech Republic. Aber wenn eines fernen Tages der Flughafen nicht mehr in Betrieb ist, passen die Haltestellen auf der Passagierseite des Geländes nicht mehr zum Bedarf der Bürogebäude in mehreren Kilometern Entfernung. Entwickelt man dafür einen Zubringerdienst? Oder gibt es Ideen, wie ein Auto in dieser letzten Meile aussehen könnte? Die Anforderungen an so einen Last-Mile-Car, das sind komplett andere, so wie wir sie heute kennen. Wenn es stets nur 50, 60 oder 70 Stundenkilometer schnell ist, kann es aus leichteren Materialien bestehen, kann es sicherlich auch bei Sicherheitsanforderungen anders konfiguriert sein. Wir lernen aus allen Disziplinen in diesem Wettbewerb selbst von Aufzugherstellern und deren Algorithmen. Dort gibt es Transitmanager, die Bewegungsströme vorausberechnen. Sie analysieren in allen Stockwerken Verkehrsströme von Aufzügen und von Rolltreppen. Und meine Damen und Herren, das passiert heute schon. Sie können lernende Systeme damit entwickeln, diese Systeme entstehen und die werden sich auch permanent selbst optimieren.
Auf solche Zukunftsideen, da kommt man bestimmt nicht zu Hause am Schreibtisch oder am Reißbrett. Ich glaube, da sind wir uns schnell einig. Sie entstehen nur dadurch, dass wir uns intensivst vernetzen, mit unterschiedlichsten Disziplinen und durch genaue Analyse von Daten. Und manchmal gefällt es uns und manchmal schmeckt es uns nicht. Unsere Initiative, die packt Mobilität sehr, sehr ganzheitlich an. Und sie ist losgelöst von einer reinen Flat-Fee-Diskussion, wie wir vielleicht heute Mobilität in den großen Zentren sehen, oder auch dem reinen Elektroauto, denn das reine E-Auto steht auch im Stau und löst das Gesamtproblem in Summe noch nicht. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, über welche Dimensionen wir bei der Mobilität der Zukunft sprechen, vielleicht nochmal zwei eindrucksvolle Zahlen. Aktuell ist weltweit mehr als 1 Milliarde Autos unterwegs. Bis zum Jahr 2030 könnte sich diese Zahl sogar verdreifachen. Tun wir nichts, ja dann multiplizieren wir unser Problem einfach nur mit 3. Nehmen wir die Sache gemeinsam in die Hand, dann entsteht wahrscheinlich etwas komplett Neues und auch etwas Begehrenswertes. Chris Anderson, der Chefredakteur des US-Technologiemagazins Wired, gibt einen schönen Vorgeschmack auf so eine Art Dynamik. Er erzählt uns: Wenn ich heute zu meinem Kind den Satz sage, ich fahre mit meinem Auto zum Arbeiten ins Büro, dann wird daran in 10 Jahren wahrscheinlich kaum mehr ein Wort stimmen. Was ist damit gemeint? Lassen Sie uns das mal ganz kurz durchkonjugieren. Fahre ich wirklich mit meinem Auto oder ist es zum Beispiel eines der bis zu 3 Modelle pro Jahr, die ich nutze, die ich mir bei Audi mit einer Select Rate organisiere, vielleicht sogar auch vor die Tür stellen lasse? Denn Eigentümer eines Autos zu sein, ist schön. 3 Autos bei unterschiedlichen Bedingungen mal fahren zu können, ist vielleicht noch viel schöner. Cabrio im Sommer, ein guter Avant für den Urlaub oder ein SUV im Winter, wenn man zum Skifahren will. Und das geht. Und dafür entwickeln wir Premium-Lösungen bei Audi. Weil so verstehen wir künftige Mobilitätsangebote. Und wir haben hier eine Reihe von Themen und Dingen im Köcher, die wir verproben. Die zweite Frage: Fahre ich ausschließlich mit dem Auto oder sind die Verkehrsträger bis dahin so intermodal vernetzt, dass ein Optimum aus Zeit, aus Ökoeffizienz und persönlichem Komfort entsteht? Eine App wird dann zum zentralen Mobilitätsplaner, der mir vorausschauend auf Basis meines Kalenders und der aktuellen Verkehrslage empfiehlt, wann ich losfahre und vor allem, wie und wohin die Reise geht. Dritte Frage: Fahre ich die ganze Zeit selbst oder nutze ich im Stau oder beim Einparken einen intelligenten Assistenten, wie vorhin beschrieben? Vierte Frage: Fahre ich zum Arbeiten ins Büro oder fängt das vernetzte Automobil nicht schon beim Einsteigen an, weil ich mich in meiner gewohnten digitalen Umgebung bewege? Und ich sage Ihnen eins, die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit werden in beide Richtungen immer fließender. Wenn also ein einfacher Satz wie ich fahre mit meinem Auto zum Arbeiten ins Büro in 10 Jahren nicht mehr so gilt, dann zeigt uns das, individuelle Mobilität wird in unserer digitalen Gesellschaft in einem Jahrzehnt wahrscheinlich auf den Kopf gestellt. Wir befinden uns nach mehr als 1 Jahrhundert Automobilgeschichte aktuell in der größten Umbruchphase unserer Industrie. Mit unserer Audi Urban Future Initiative haben wir viel dafür gelernt. Eine Reihe neuer Assistenten für den Straßenverkehr und den Stadtverkehr, die sind serienreif. Und jetzt kommt es darauf an, dass Städte ebenfalls diese neue Chance erkennen und nutzen. Und wie gestaltet man dann diesen Umbruch? Gibt es 2 Möglichkeiten, revolutionär oder evolutionär? Und diese Frage beantworte ich so entschieden wie differenziert zugleich. Denn sicher ist, wir müssen revolutionär mit den Gedanken rangehen und entwickeln. Wir müssen aber evolutionär diese Dinge dem Kunden näher bringen. Wer Zukunft gestalten will, der muss vor allem ergebnisoffen, der muss vor allem technologieoffen an Themen herangehen. Doch eins ist auch klar: Zukunft kommt nicht plötzlich
oder mit einem Paukenschlag. Wenn wir uns vor Augen führen, dass Zukunft jeden Tag ein kleines Stück mehr Realität wird, dann heißt das, um zum revolutionären Ziel zu gelangen, braucht es viele, viele evolutionäre Einzelschritte. Denn wir müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Industrie, vor allem an den denken, für den wir das alles machen. Das ist nämlich unser Kunde. Und der will auf dieser Reise mitgenommen werden. Er will erkennen, dass er mit einer neuen Lösung auf nichts zu verzichten braucht, was ihm bisher auch lieb geworden ist. Und gelingt uns das nicht, dann können wir Kunden auch für neue Durchbruchstechnologien nicht begeistern. Gelingt es uns, dann haben wir den Kunden mit bei uns, begeisternd in der Initiative. Und das, meine Damen und Herren, ist der Grund, warum wir bei Audi seit Jahren immer und immer wieder folgende Position vertreten. Elektrische Antriebe sind neben den hocheffizienten Hightech-Motoren aus dem TDI oder aus dem Turbo-FSI-Lager eine Disziplin, die uns bei der aktuell größten Aufgabe unserer Industrie helfen soll, effizientere Autos zu bauen, weniger zu verbrauchen, damit weniger CO2 zu emittieren und damit für den Klimaschutz was Gutes zu tun. Bis hierher, glaube ich, sind wir uns alle relativ zügig und schnell einig. Doch nur das verkaufte Auto zählt, auch in der CO2-Flottenberechnung der EU und nicht das Auto, das schön im Schaufenster steht. Und jede junge Technologie durchlebt in ihren ersten Schritten immer einen Leidensweg. Jeder Ingenieur weiß, wovon ich spreche. Es kostet viel Geld, es rechnet sich noch nicht so richtig und es braucht unheimlich viel Push und Energie in der Umsetzung. Und es ist insbesondere für einen Premium-Anbieter halt nicht akzeptabel, dem Kunden Kompromisse abzuverlangen. Bei der Reichweite, dann denken Sie an die heutigen Batteriekapazitäten, das ist heute ein Mangel. Bei der Sicherheit, wir wissen, wir haben Hochvolttechnologie an Bord und das ist nicht trivial. Bei der Langzeitqualität, denken Sie, ich sag mal, an die Lebensdauer unserer Batterien und was kommt dann danach? Bei der Convenience, wo steht gleich wieder die nächste Ladesäule? Fragezeichen. Und auch emotional. Es gibt dem Kunden schon ein gutes Gefühl, ein rundum alltagstaugliches Auto zu haben. Also keine Kompromisse. Wir wollen die Welt verändern, aber nicht das Leben unserer Kunden, denn das entscheidet er selber. Er soll uneingeschränkt all das tun, was er will. Denn dafür sind wir da. Die Usability zu bieten, die ein Autofahrer auch von uns als Industrie erwartet. Und deshalb haben wir uns bei Audi ganz klar für eine Plug-in-Hybrid-Strategie entschieden. Die typische Tagesreichweite, die fahren Sie elektrisch, emissionsfrei, von zu Hause zur Arbeit. Doch Sie haben jederzeit die Gewissheit, mit dem Turbo-FSI an Bord auch deutlich mehr als 900 Kilometer Reichweite immer zur Verfügung zu haben. Beim A3 e-tron mit einem Normverbrauch von 1,5 Litern oder 35 Gramm CO2. Die e-tron-Strategie gibt uns beim heutigen Stand der Technik und, das sage ich bewusst, in der aktuellen Marktphase die Chance, unsere Effizienztechnologien in der gesamten Modellpalette anzubieten. Wir bringen ab jetzt deshalb jedes Jahr ein weiteres e-tron-Modell auf den Markt. Und wir denken auch an die Autofabrik der Zukunft. Zum Beispiel brauchen wir kein eigenes Elektrowerk, sondern integrieren die e-tron-Autos und die Antriebstechnologie in die gleiche Fertigungslinie wie die übrigen Modelle, also Stoßstange an Stoßstange. Damit produzieren wir kosteneffizient, sicherlich nachfragegerecht und 100% am Kunden orientiert. Und der Markt, der gibt uns recht. Wenn Markt und Technik in den nächsten Reifegrad eintreten, also in einer Phase 2, dann bekommt das batterieangetriebene Elektroauto mit wirklich ausreichend Reichweite sicherlich eine neue Dimension. Mit einer neuen Interpretation der Elektromobilität, nämlich das Auto, das muss und wird sexy bleiben. Wir wollen das Auto langfristig gesehen auch induktiv laden. Das Auto muss sportlich sein, aber logischerweise effizient zugleich. Und vor allem Autos,
die sich mit der Stadt der Zukunft vernetzen. Damit findet Auto statt, nämlich mit DT. Meine Damen und Herren, was haben wir in der Audi Urban Future Initiative bislang erreicht und wie geht's weiter? 2010, ein ergebnisoffener, gesellschaftlicher Diskurs zur urbanen Mobilität. Und viele haben gefragt, was machen die Audianer da eigentlich? 2012 haben wir 5 Metropolregionen genauer untersucht und eine Gebrauchsanleitung für die Mobilität in Städten entworfen. Und 2014 rufen wir eine neue Agenda für die urbane Mobilität der Zukunft aus, denn wir müssen mit Denkmustern brechen, Autoindustrie und Städte gleichermaßen. Erstens, heben wir die Grenze zwischen der Mobilität und der Immobilität auf. Der Fortschritt liegt darin, dass unsere Technologien nicht nur dem Auto, sondern auch der Stadtentwicklung dienen. Es gilt nun, die Innovationen in die Infrastruktur der Städte aktiv mit einzuplanen. Zweitens erkennen wir an, dass das Leben heute real, aber zum Teil auch schon virtuell zugleich ist. Unsere Städte müssen die Schnittstelle zur Virtualität schaffen. In einer Welt des Internets wird das Auto mit allen diesen Objekten kommunizieren, damit unser Leben ein bisschen komfortabler und einfacher sich gestaltet. Und drittens sehen wir keinen Gegensatz zwischen Individualität und Kollektivität. Das Auto kann mit seinen individuellen Eigenschaften die Lücke im städtischen Mobilitätssystem schließen. Die individuelle Freiheit des Einzelnen und auch seine Verantwortung für die Gemeinschaft gehören zusammen. Das eine setzt das andere voraus. Und viertens stellen wir Fortschritt und Nachhaltigkeit nicht in einen Widerspruch. Mehr noch, gerade durch technologischen Fortschritt bringen wir mehr Nachhaltigkeit auch in unsere Städte. Weniger Lärm, saubere Luft, mehr Lebensraum, mehr Lebensqualität. Das ist unsere Vorstellung über Mobilität der Zukunft. Und wir rufen diese 4 Themen auf die Agenda, weil wir sie in unserer Audi Urban Future Initiative in den letzten Jahren einfach als essentiell auch wirklich erkannt haben. Als Showcase für die 4 Themen dienen unsere Wettbewerbsstädte 2014, Boston für Mobilität und Immobilität, Seoul für Realität und Virtualität, Berlin für das Kollektive und für das Individuelle und Mexiko-Stadt für Fortschritt und Nachhaltigkeit. Meine Damen und Herren, Mobilität der Zukunft ist bestimmt keine Frage von Ideologien. Die deutsche Autoindustrie braucht eine konzertierte Agenda mit den Städten. Es ist ein komplexes Thema. Und die Agenda, die erfordert Mut zu Vorsprung. Doch niemand kann die Herausforderung Auto findet statt alleine lösen. Mobilitätsrevolution ist, ich glaube wirklich, das große Chancenthema des 21. Jahrhunderts. Und mein Wunsch ist, lassen Sie uns diese Revolution an der Wiege des Automobils, vor allem auch hier durch die deutsche Automobilindustrie, gemeinsam starten. Vielen Dank. Herr Professor Stadler, ganz vielen Dank für diesen Beitrag. Ich finde tolle, spannende Vision, was Sie uns da vorgestellt haben. Vielen Dank auch, dass Sie den Urban Future Award hier ausrufen. Ich muss mal ganz hilfesuchend rüber gucken. Haben wir noch Zeit für Fragen ans Publikum? Dann haben Sie die Gelegenheit jetzt, Herrn Professor Stadler noch persönlich zu befragen, bevor er in die Pressekonferenz muss, wo er Journalisten noch zu weiteren Fragen zur Verfügung stellt. Wer möchte sich melden? Wir haben Mikrofone hier im Raum. Mutige vor. Vielleicht fange ich an, Herr Stadler. Wie kam es dazu, dass Sie diese Regionen, genau diese Regionen ausgesucht haben? Ja, erstmal haben wir uns ja vorgenommen, dass wir international als Unternehmen weiter wachsen wollen. Als Topmanager ist man im Berufsleben viel unterwegs, Reisen bildet. Und natürlich, wenn wir in China sind, wenn wir in Mexiko sind, wenn wir in unterschiedlichsten Regionen dieser Welt sind, gehen wir mit offenen Augen durchs Leben. Und wir sehen ja auch, dass dort Zielkonflikte zu lösen sind. Und wir haben eben diesmal spezifisch diese Märkte ausgesucht, weil sie konzeptionell eigentlich zu den Kernfragestellungen hoffentlich wieder eine interessante Antwort geben. Und viel wichtiger ist es, auch in unserem Internationalisierungsprozess hilft es im Unternehmen, dass unsere Techniker, Elektroniker, Ingenieure und Denker und Marketingleute auch mit diesen Weltregionen noch intensiver auseinandersetzen.
Wir werden damit bestimmt nicht dümmer, sondern eher klüger. Das glaube ich auch. Gibt es noch irgendwelche Fragen im Publikum? Sonst würde ich Sie nämlich gleich verabschieden. Sie haben es eigentlich. Ganz vielen Dank für Ihren Besuch. Danke. Und viel Erfolg mit diesem Projekt. Danke. Vielen Dank, Herr Professor Stadler.